Yo Leute, Sin hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner Review von der neuesten Episode. Wir sind am Start mit Folge 208 und damit kommen wir auf die Momoshiki-Transformation zu sprechen, durch Borutos Körper natürlich. Beim letzten Mal haben wir einen ekligen Cliffhanger bekommen, das heißt, wir haben da natürlich nicht den kompletten Moment sehen können, wie Momoshiki Boro komplett auseinandernimmt. In dieser Episode hat er das so heftig absolvieren können, dass er das innerhalb von einer Minute gemacht hat. Also der Moment war so kurz, dass er fast schon direkt wieder vorbei war. Also das war wirklich sehr, sehr krass. Ich war ein bisschen verblüfft, wie schnell dieser Moment, dieser Borushiki-Moment vorbei war einfach. Die haben das in den ersten 3-4 Minuten der Episode wirklich abgehandelt und ich dachte mir, ey, das hätten sie aber ein bisschen länger auf jeden Fall ziehen können. Fand ich ein bisschen kurz, ich hätte es vielleicht ein bisschen länger gezogen, aber dennoch trotzdem sehr, sehr gute Szenen. Also das, was wir da bekommen haben, sah visuell auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Borushiki hat mit Boro einfach den Boden wischen können. Wirklich, der hat den komplett auseinandergenommen. Und Boro ist natürlich von Kashinkoji getäuscht worden, weil er gedacht hatte, dass Borutos Karma mal nicht auf diesem Level ist oder wäre, dass Momoshiki dadurch rauskommen könnte. Was natürlich jetzt passiert ist und wodurch Boro jetzt schlussendlich sterben konnte. Wir gehen rein in diese Episode. Wir haben hier ein paar Änderungen und so weiter. Hier wird natürlich auch erstmal ein Stopp reingebracht, weil wir jetzt reingehen in Anime-Only-Episoden, was nächste Folge und so weiter betrifft. Wir machen hier jetzt Manga-Kennen-technisch auf jeden Fall eine Pause erstmal. Wir gehen rein in die ganzen Details. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto oder Boruto verpassen wollt. Und natürlich auch als Information, in 2 Tagen übermorgen kommt das neueste Boruto Kapitel, das werde ich dann am Dienstag dementsprechend auch behandeln. Also definitiv nicht vergessen, wir gehen die Tage nochmal rein in Boruto no Homo. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass diese Borushiki-Szene relativ kurz war, deswegen werde ich da jetzt nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Ich fand die Animation hier sehr, sehr clean, die sah sehr, sehr gut aus. Das Rasengan von Momoshiki, beziehungsweise nennen wir ihn einfach Borushiki, das ist ja der Name, den er hat, oder den die Fans ihm gegeben haben, wenn er in Borutos Körper quasi die Kontrolle übernehmen kann. Hier hat er Borutos Lieblingsattacke gut reinbringen können und das Rasengan auf Boro abgefeuert, was ich sehr, sehr nice fand. Die Szene war richtig cool. Es war auch ein bisschen badass auf jeden Fall. Wir haben diese Synchro von Borutos Stimme und Momoshikis Stimme, die so übereinander liegt. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir haben dann das Chakra von Naruto, das quasi angezapft wird, damit Momoshiki diesen Angriff raushauen kann, damit er Team 7 hier rettet. Er muss natürlich dafür sorgen, dass sein Gefäß am Leben bleibt, deswegen hat er hier vermutlich eingegriffen, sonst wäre Boruto gestorben. Boro hätte den ja komplett zermatscht. Nach diesem ganzen Raid von Momoshiki kommt dann das Opening, wir haben dann die Konoha-Szene wieder, Naruto wacht auch relativ schnell auf. Wir haben 2 Tage, die jetzt mittlerweile vergangen sind, also es wird gesagt, dass 2 Tage Naruto durchgeschlafen hat, also vermutlich befinden wir uns am 3. Tag. Das bedeutet 2 bzw. 3 Tage, wenn man das bis zum Ende dieser Folge zählen sollte, sind auf jeden Fall von den 10 Tagen schon rum, die Jigen braucht für die Regeneration. Das war ja die Dauer, die Zeitangabe, die wir einige Folgen zuvor bekommen haben. Das heißt, man kann jetzt auch ein wenig davon ausgehen, dass wir ungefähr eine Woche haben, 7-8 Tage, die Jigen noch braucht für die Regeneration, die wir quasi zeitlich bekommen können für Anime-Only-Episoden, die jetzt so zwischen reingepackt werden, mäßig. Also das ist so diese Zeitangabe. Ob man sich jetzt wirklich genauso dran halten wird, mal gucken, aber ich denke, das wird nicht allzu viel sein. Ich gehe von 3-4 Folgen aus und danach geht's weiter mit dem ganzen Manga-Kennen-Stuff. Jedenfalls ist Naruto erwacht und er macht sich natürlich erstmal Sorgen um andere, um Sasuke, um Team 7, Kawaki, Boruto und so weiter, wie man es nicht anders
von Naruto kennt, was ich wieder sehr, sehr nice finde auf jeden Fall. Allen geht es gut und es wird die Lage besprochen. Da kommen wir tatsächlich in dieser Episode zu einem Plothole, denn ich habe mir wirklich die Frage gestellt, okay, weiß das Studio Pierrot jetzt nicht? Lesen die den Manga nicht oder ist das extra gemacht worden? Keine Ahnung, ich werde es natürlich jetzt erklären. Und zwar wird die Lage besprochen, die Informationen werden hier besprochen, was Kara betrifft, die einzelnen Mitglieder, Delta, Boro und so weiter. Kawaki, Boruto und so weiter kommen dann auch noch hinzu und Kawaki teilt dann ebenfalls Informationen mit und spricht dann ebenfalls über Code. Hier sagt Kawaki zu Shikamaru, dass er nichts über Codes Kräfte, über seine Fähigkeiten wissen würde, was aber nicht stimmt. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also auf mich hatte das so den Anschein, als würde Kawaki das selber zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen. Aber eigentlich müsste er es wissen, weil im Manga wird es ja thematisiert in späteren Kapiteln. Er ist ja derjenige, der Boruto und so weiter eben darüber in Kenntnis setzt, was Code so drauf hat. Dementsprechend verstehe ich nicht, warum Kawaki hier in dieser Episode diese Informationen nicht teilt. Natürlich zeitlich gesehen ist es noch ein bisschen zu früh, aber dennoch hat er diese Informationen eigentlich und er hat eigentlich keinen Grund, Shikamaru anzulügen in dieser Situation, weil er ja nicht auf der gegnerischen Seite steht, weil er sowieso auf der Seite von Konoha ist. Also ich fand das auf jeden Fall ein bisschen weird, ich würde das auf jeden Fall als Plothole irgendwie kennzeichnen, weil Kawakis Verhalten in dieser Situation sehr, sehr komisch war. Also ich verstehe nicht, warum er da mit der Sprache nicht rausrücken wollte, wenn er diese Information wirklich Shikamaru vorenthalten hatte. Also er müsste diese Information eigentlich haben und ich verstehe es nicht, warum er in dieser Situation das mit den anderen nicht teilt. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch rübergekommen. Jedenfalls merken wir schon, im Laufe dieser Episode haben wir viel Slice of Life, wieder dieses typische Anime-Ding. Dann kommen dann Inojin und Shikadai rein, kümmern sich dann um Kawaki und Boruto, bringen ihnen ein paar Süßigkeiten und so weiter. Das, was wir in den Slice of Life-Folgen mit Kawaki vorher schon mal gesehen haben, wo er da mit Sarada, Naruto und Chocho unterwegs war. Das fand ich auf jeden Fall nice, dass man da so ein bisschen diese Verbindungen zu den anderen Charakteren zu Kawaki geknüpft hatte. Also, dass Kawaki auch mit Shikadai so ein bisschen was zu tun bekommt jetzt, oder mit Inojin oder mit Chocho, so ein paar Sachen, die wichtig so sind für diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Das fand ich gut. Das mag ich ja generell, wenn der Anime sowas aufbaut oder sowas reinbringen kann. Das hast du ja im Manga komplett gar nicht. Diese Szene vor allem gehabt. Dann haben wir einige Informationen, die geteilt werden bezüglich Borutos Karma mal. Hier wird tatsächlich auch weiterhin von dem Byakugan ausgegangen. Also Sarada und Mitsuki teilen hier Sasuke mit, was mit Boruto passiert ist. Hier wird gesagt, dass es das Byakugan ist und nicht das Yogan. Für alle, die noch irgendwie auch visuell denken sollten, dass das das Yogan ist, hier habt ihr jetzt auf jeden Fall zu 100% die Bestätigung. Es ist das Byakugan in beiden Fällen, sowohl im Manga als auch im Anime. In beiden Fällen ist es das Byakugan. Das Yogan wird vermutlich irgendwann wieder seine Rolle spielen, weil es ja von Boruto selber ausgeht und nicht von Momoshiki. Das ist zumindest das, was ich denke. Vielleicht wird es auch verworfen. Vielleicht kommt das nie wieder. So, vielleicht hat Studio Pierrot das vergessen. Weiß man nicht an dieser Stelle. Aber aktuell spielt es wahrscheinlich wohl keine Rolle. Eine Sache muss ich definitiv auch hervorheben und das ist Shikamaru. Ich denke, einige werden den Typen aktuell nicht so feiern für sein Verhalten, wie er einfach gegenüber Kawaki so drauf ist. Ich finde es zwar logisch, wie er sich verhält, also dass er eine gewisse Skepsis hat, das macht schon Sinn. Das ist einfach typisch für Shikamaru, dass er so gewisse Gedanken hat einfach. Aber ich muss wirklich sagen, dass das aktuell schon ein bisschen fehl am Platz ist. Also ich meine, er hat einen Beweis bekommen von Kawaki. Ich kann Shikamaru in gewisser Weise nachempfinden. Ich kann das verstehen, warum er das denkt. Aber er hat ja jetzt Punkte bekommen. Und da jetzt immer wieder als Gegenargument reinzubringen, ja, der Feind würde das auch machen. Ja, der Feind würde genauso denken. Halt dein Maul, Shikamaru. Was soll die Scheiße? Also Naruto sagt dir, hey, gib doch jetzt mal ein bisschen Vertrauen ab, dann lass es doch jetzt auch mal ein bisschen zu. Seine Punkte sind natürlich nicht unbegründet. Theoretisch könnte Jigen bzw. Ishiki durch das Karma mal Kawaki jederzeit bekommen. Er könnte jederzeit in Konoha rein durch das Karma
Er hat also definitiv einen Punkt, aber ich würde schon sagen, dass diese gewisse emotionale Schiene, diese gewisse menschliche Schiene hier von Shikamarus Seite aus fehlt und er zu rational denkt. Also wirklich wie eine Maschine und ohne emotionalen Impact so wirklich. Also das fuckt mich schon leicht ab. Definitiv. Ich habe ja gerade schon über diese zwischenmenschlichen Beziehungen gesprochen, die Kawaki auch so im Laufe der Zeit einfach mit den ganzen Genen und so weiter knüpft. Nicht nur mit Boruto, Sarada oder Mitsuki, jetzt Team 7 speziell, sondern auch mit den ganzen Nebencharakteren. Und in dieser Episode kam das auch ordentlich zur Geltung, würde ich sagen. Also nicht nur diese eine Szene mit Shikadai und Inojin, als sie da die Leute da besucht haben, sondern auch, wenn es um Sumire geht. Also Sumire hatte ja am Anfang diese Spritze und Kawaki wollte die nicht bekommen, weil er so ein bisschen Schiss hatte oder ihr nicht richtig vertraut hatte. Wir hatten auch diese Anime-Only-Episoden, wo er erst in dieser Forschungseinrichtung eingesperrt war und der Sumire auch nicht vertraut hat, sie sogar angegriffen hatte, obwohl sie sogar ähnliche Vergangenheiten oder ähnliche Punkte einfach hatten, wo Sumire ihn sogar verstehen konnte. Also ich beziehe mich da jetzt auf ältere Episoden. Und hier in der Folge wird das ein wenig weiterentwickelt. Also Kawaki vertraut den Freunden von Boruto immer mehr, sodass sie selber zu seinen Freunden werden können, sodass er sogar schlussendlich am Ende dieser Episode sich die Spritze gönnt von Sumire. Was ich nice fand. Das sind so diese kleinen Dinge in der Folge, die auf jeden Fall für das große Ganze des Charakters Kawaki da sind. Das finde ich sehr, sehr stark. Damit ist es das von dieser Episode. Die nächsten Wochen sehen ein bisschen ruhiger aus. Wir bekommen dann Anime-Only-Episoden, die für den Arc trotzdem wichtig sind. Also nächste Folge wird dann eine Himawari-Kawaki-Folge. Da habe ich sehr Bock drauf auf jeden Fall, weil das auch dieses Bündnis zwischen den beiden ein bisschen besser knüpfen kann. Das feiere ich auf jeden Fall. Also solche Folgen nehme ich gerne. Wir haben jetzt eine lange Zeit Manga kennen bekommen. Am Stück, Woche für Woche, Folge für Folge. Deswegen mache ich da jetzt kein Auge. Mache ich da jetzt keinen miesen, wenn wir 3-4 Anime-Only-Folgen bekommen, die im Manga nicht waren, so in der Art. Dann haben wir die Folge darauf, eine Episode über Konohamaru und Sai, wie sie in Boros Kult irgendwie sind und da irgendwie was machen. Und danach die Episode haben wir eine Folge bezüglich Kashinkoji und Kakashi. Da habe ich auch sehr Bock drauf. Mal sehen, wie das so gemacht wird, was da so fabriziert wird, wie man Kashinkoji aufbaut, weil der müsste theoretisch auch seinen nächsten Step machen. Wie gesagt, hier werden nicht so viele Folgen reingeballert, weil nicht mehr so viel Zeit da ist. Knapp eine Woche, ich denke, die Folgen haben ja jetzt auch nicht krass was miteinander zu tun. Also die sind sehr episodisch aufgebaut. Die eine Folge behandelt das, die andere Folge behandelt das. Also die sind nicht so zusammenhängend. Dementsprechend sage ich, okay, nach diesen 3-4 Folgen geht's weiter mit Manga kennen. Ich sehe das Ganze auch nicht als Unterbrechung, sondern mehr als Zusatz. Das sind so Zusätze. Das ist wie damals mit der Forschungseinrichtung, wo Kawaki nicht direkt nach Konoha gekommen ist, sondern erstmal in dieses Labor gebracht wurde und dann kurz geflohen ist und man dann das erste Treffen zwischen ihm und Naruto abgeändert hatte. Und ich sag's mal so, wenn wir eine Folge zu Himawari und Kawaki bekommen, so eine Familienepisode, ich glaube, da sagen die meisten Naruto-Boruto-Fans nicht nein. Wenn wir eine Episode über Kakashi bekommen, bezüglich Kashinkoji, vielleicht kämpfen die sogar gegeneinander oder vielleicht ist Kakashi dem auf der Spur oder keine Ahnung. Ich glaube, das sagen die meisten auch nicht nein. Auf der anderen Seite, wenn wir dann doch aber eine Episode über Konohamaru bekommen, der wieder nichts geschissen bekommt und das seit 3-4 Jahren, dann sag ich definitiv nein. Auf so eine Folge habe ich gar keinen Bock, aber das ist ja nur eine von dreien. Das also soweit zum aktuellen Geschehen, was den Boruto Anime betrifft. Das soweit zu den nächsten 3 Episoden, die folgen werden. Es kann sein, dass nächste Woche ausfällt wegen irgendeinem Olympic- oder Marathonlauf. Ich weiß gar nicht, irgendeiner sportlichen Aktivität in Japan, in Tokio, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Kann sein, dass nächstes Mal irgendetwas abgesagt wird oder verschoben wird, also nächste Woche ausfällt. Ich weiß es nicht ganz genau, ist auch noch unklar, ist noch nicht bekannt. Kann also sein, dass wir nächsten Sonntag keine Episode bekommen und wir 2 Wochen warten müssen auf die nächste Episode. Das wäre soweit von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dieser Episode unten in den Kommentaren da und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!